Ich bin ein Kaktus, weil ich kann stechen. Ich bräuchte bitte mal weißen Speck. Macht mich ja alles wirklich wütend. Schickt mir Essig-6-Messer. Damit werden sogar die Zähne vom Meffacher sauber. Jawohl, der ist genauso runtergefallen wie ich damals auf dem Kopf, als ich noch klein war. Das hast du gut gemacht. Da kommen Erinnerungen zurück. Feinstes Nassholz, Premium Nassholz. Eben gerade kam so eine versüffte, dreckige, widerliche Rauchwolke und ging meinen Kopf. Das ist mir in meinen Mund reingefallen. Und Nase und sowas. Deswegen habe ich gerade gehustet. Tot. Wenn man meinen Kopf aufhebelt, dann stinkt das nach Schimmelpilzen. Und deswegen werden die gegessen, jetzt. Das ist Magic Dust. Nicht zu verwechseln mit Gewürzpulver. Gewürzpulver. Gewürz. Und das, welche Farbe hat es? Das hat Orange. Eine Mischung aus regelfarbenen und Urinfarbe. Fressen mit ganz viel Fleisch. Fleischerig, Fleischwurst. Fleisch ist geil. Fleisch mit Schimmelpilzen von meinem Gehirn. So, das Lagerfeuer, das wird umtransferiert. Genau, das wird hier hingelegt. Und das hier, das ist eine Vollfettsäge. Bitte! Und das hier, das wird weiter umgelegt. Kleines Viereck. Reicht. Weil, guck mal hier. Das hier, das ist dieser Bunker, wo wir pennen. Und hier vorne ist Auto. Und dieser Auto, der muss hier irgendwie aus dem Bunker rausfahren. Deswegen muss dieser Feuer nach da drüben hingelegt werden. So, der Bus wird jetzt rausgefahren. Guck mal hier, wegen diesem Feuer, wo orange dran ist, ist diese Rettungsdecke. Der wurde durchlöchert. Da wurde ein Loch reingebrannt, damit da Wind und sowas reinkommt. Und weil da Wind durchkommt, genau, brennt das Feuer weiter und dieser ganze Rauch, der zieht dann hier in diesen Bunker rein. Und deswegen hatten wir die Rettungsdecke da drauf gemacht, damit da kein Wind durchkommt. Aber das wurde jetzt aufgebrochen von diesem Feuer. Und wir fahren jetzt zum Pfälzerwald. Shoutout an Primus, sponsor diesen Mann. Sponsor diesen Mann. Meister August. Shoutout an Meister August. Wir fahren jetzt zum Pfälzerwald. Pestchen! Krankheit! Allergie! Wir sind angekommen. Das ist mir fast gegen mein Bein gefallen. Nochmal. Guck mal hier. Hier vorne ist schon wieder dieses orangene Zeug, was warm macht. Dieser Holzbalken, der ist genauso versifft wie ich selbst. Dieser Kopf hat ein Auge, ein großer Auge, ein richtiger Vollfettauge. Was macht das eigentlich? Oh, es macht Beleuchtung. Rauch machen. So eine Beleuchtung, genau. Oder bei dem Baum. So, jetzt ist das einigermaßen harter hier warm. Das sieht halt ein bisschen geil aus, aber es ist gut. Es brennt und raucht rum. Dieser ganze Rauch, der kommt hier in diesen ganzen Raum rein. Wo wir später pennen. So, wir laufen jetzt diese Treppe hoch, weil es geht noch weiter hoch. Wir sind oben oder wie das heißt? Und so sieht das aus und das ist total windig. Es ist windig. Werden Kartoffeln beschnitten. Die werden einfach nur beschnitten. Die werden beschnitten, die Kartoffeln. Mit dem schwedischen Messer. Und das wird jetzt eingebrannt, damit da das Faul bekommt. Ich denke, das sieht gut aus. Dein Löffel war geil. Diese Farbe. Die fetteste Taschenmuschi, die ich mir je gegönnt habe, aber. Das wird genüsslich. Ich glaube daran.
Das ist gemüßigt wird. Ja, aber ganz andere Dinge. So, jetzt werden Kartoffeln gekocht. Unser Fressen wird gebraten. Unter echten Grill. Guten Morgen. Der nächste Tag ist durch. Der fängt was an. Ich habe Mittagsschlaf gehalten. Okay. Und plötzlich ist das schon wieder dunkel geworden. Aber der ganze Raum hier ist verräuchert. Also zumindest war der verräuchert gewesen. Und mein Gehirn schwappt rum. Da fühlt sich so an, als wenn so ein Stück, wie heißt das Ding, Schleifpapier durch mein Gehirn da gekratzt worden sind. Das ist mein Gehirn, wenn man mein Gehirn auslöffeln würde. Die Verspeisung wird gebraten. Fressen ist fertig. Muss ja aber auch perfekt ziehen, da würde ich noch ein bisschen warten. Ja. Guck mal, das hier, das ist mein Tarp. Und mein Tarp hat hier einen Riss. Und wenn es regnet, dann spritzt Wasser auf meinen Kopf drauf und so weiter. Und deswegen mit Ethanol entfettet. Genau. Deswegen wird das jetzt repariert. Guck mal hier, wir haben hier 42 Grad haben wir jetzt, 42,2, das ist unsere Raumtemperatur, das ist richtig geil. Was machen Sie auf meinem Frühstück? Hören Sie auf, mein Holz zu ballern. Es muss sein, wir brauchen Hitze. Hitze liegt heiß. Da muss noch viel mehr heiß kommen. Guck mal hier werden Sachen getrocknet, Handtücher und sowas, die sind befeuchtet. Ein neuer Tag beginnt. So, das Feuer brennt immer noch. Und wir packen gleich Sachen ein und fahren zum nächsten Spot. So, die ganzen Sachen werden hier jetzt eingeladen. Und nachdem die Sachen beladen sind, dann fahren wir zum nächsten Spot, wo wir dann pennen werden. Das Auto ist voll belagert mit den ganzen Sachen. Wir sind losgefahren. Ich bin ein Milchgesicht, wo Schamhaare am Kinn wachsen. Das ist echt, das ist Lifestyle. So, wir sind hier bei unserem heutigen Schlafplatz angekommen. Hier werden wir heute pennen. In dieser Burgruine. In dieser rötlichen Burgruine. Also die ganzen Sachen werden rausgemacht. Und, zu unserem Schlafplatz. Den tragen wir da hoch. So, wir haben hier in der Burgruine unser Schlafplatz gefunden. Genau, das hier, das ist unser Schlafplatz. So sieht das hier aus. Und gleich wird Holz gemacht. Jawohl. Jetzt wird das Holz zersägt. So, weil das hier voll scheiße ist, hier rumzupennen, packen wir jetzt die Sachen und fahren wieder zurück zu der Hütte, wo wir die vorherige Nacht gepennt haben. So, wir haben gerade unsere ganzen Sachen vom Fenster abgeseilt. Und jetzt laufen wir zum Bus. So, jetzt werden die ganzen Sachen wieder eingelagert im Bus. Dass der Bus komplett voll ist. So richtig überfüllt. Mit ganz viel Überfüllung drin. So, wir sind wieder zurück. Hier in dieser Hütte, wo wir die ersten Nächte gepennt haben. Und guck mal, dieser schmandige Feuer ist schon wieder an. Und ich bin eine richtige Kalkablagerung. Das leuchtet orange. Guck mal hier. Der Meth-Fahrer hat Holz gesammelt. So, das ganze Holz wird vom Bus hereingeschleppt. So, das ganze Holz wurde erfolgreich vom Bus hergeholt. Jetzt haben wir ganz viel Feuerholz, damit das hier orange bleibt.
Das sind sogenannte Eichelrandkäsewürfelchen. So, fressen ist fertig. Ja, wir machen ganz kurz hier ein Knie geben, du Vogel. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Es brennt. Guten Morgen, wir sind aufgestanden und wir haben schon wieder hier gepennt. So, der Koffein ist fertig. Guck mal, dieser Hund, der hat mich schon mal von hinten gefickt. Das wollte ich euch alle mitgeteilt haben. Das ist eine richtige Drecksau. So, guck mal hier. Neues Bier ist gekauft. Das ist sehr gut. So, jetzt erstmal erstes Oettinger saufen. Schieb mich an, du Schieberschwein. Geprost. Die Kultur in der Rest ist alle 10 Minuten in der Tür, weil ein. It's here! Selbst dann auch nicht gut, kann mich nicht freuen. Immer doch hier ein Fleischchen drin, komm nicht bei Fuß zu spät. Der Helmut verbrennt das Holz. Ja, ich weiß doch, es ist wie Fuß. Ich hab schon mein Handy in den Gulli. Selbstvergasung am Turm. Es brennt, es brennt, es brennt rum, es brennt richtig rum, es brennt richtiger rum wie mein Kopf. Okay, warum? Das sind wunderschöne Geräusche. Ich liebe sie. Ich find's richtig geil. Das sind die besten Geräusche auf der gesamten Welt. Jawohl, noch lauter. Guten Morgen, wir haben den ganzen Tag verpennt. Und heute ist Abfahrttag. So, das allerletzte Feuerholz wird verbrannt. Und hier wird jetzt alles aufgefegt. Damit wir es genauso hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Jawohl. Der ganze Wagen ist schon wieder voll. Mit dem ganzen Gepäck und sowas. Ich bin richtig verschmandet. Links. Links. Die ganze Zeit.